Hey Barney, sorry, dass ich dir letzte Woche die falsche Aufnahme geschickt habe, aber dafür jetzt die echte. Voila! Kalle, super, dass es diesmal geklappt hat. Danke. Hey Sterzig, was sagst denn du dazu? Ja, irgendein Epis ist immer. Ja, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Secret Neighbor. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, letzte Folge. Ich lache immer über meine eigenen Witze, sonst wäre ich ja nicht so glücklich. Genau, wie ihr schon in der letzten Folge bemerkt habt, die Leute und die Jungs sind voll in ihrer Rolle. Ich bin irgendwie noch so das Kind, beziehungsweise der Erwachsene im Körper eines Kindes. Ich versuche mich anzupassen, es wird aber schwierig. Und dann sagt einfach mal Hallo zu Henne. Oh mein Gott. Test, hallo? Hallo, hört ihr mich? Ja, ich bin dabei. Hallo an Sterzi. Hallo, mein Name ist Sterzi. Ich geb weiter. Oh mein Gott. Hallo am Pepe. Hallo. Hallo. Hallo an Kalle. Ja. Oh. So, damit wären die ersten 5 Minuten schon rum. Die Leute müssen so ein Ranking mal machen, was die schlimmsten Anmods waren. Genau, auch hier dürft ihr wieder bewerten, wer die geilste Anmod heute gemacht hat. Bitte in die Kommentare schreiben und bitte eine Hörnchenfüllung. Kackt euch mit... Alter. Hey, der Mann, du musst alles sensieren. Also, auf jeden Fall muss ich sagen, sie spielen solche Kinder, die ich eigentlich verabscheue. Vor allem Henno, so richtig in der Rolle des Kindes, ich weiß, die ich eigentlich hassen würde. Ja? Nur ich weiß, was die... What the fuck ist das für ein... Was ist denn jetzt passiert? Wir haben das krasseste Equipment. Irgendwas gestartet. Also, ich glaube, wir dürfen nicht sagen, was wir sind, aber... Hä? Der Nachbar fehlt. Wo ist Kalle? Kalle ist der Kalle, Nachbar, ich glaube, der Nachbar. Inzwischen. Oh. Alle als Team auf und rauf. Ja, los geht's. Wir gelaufen als Squad. Hey, sorry, ich habe einfach irgendeine andere Map ausgewählt. Voll in Ordnung. Dachte mir, ist doch mal ein bisschen aufregend hier, kleiner Henno, gell? Ja, ich bin aufgeregt. Müssen wir vielleicht... Nu, ich weiß, was eine gute Füllung ist. Die Fußnägel vom Nachbar. Müssen wir den Nachbar jagen? Oh, ja, wahrscheinlich. Was ist passiert? Warte mal. Kalle, wir müssen dir was zeigen. Kalle, wir müssen dir was zeigen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin ein Topf. Du bist ein Topf? Ach, das ist Prop Hunt. Oh mein Gott. Ach so. Also müsst ihr mich jetzt fangen. Kalle. Magst du dich mir nicht zeigen? Meine Community würde dich bestimmt gerne begutachten. Ihr findet mich nicht, glaube ich. Begnutachten? Kalle, piep einmal. Kalle, auf einmal ist er so ruhig geworden. Kalle, piep einmal. Piep. Komm schon, kleines Kalle. Kalle! Warum bist du auf einmal so mundtot? Ich möchte mit dir schwätzen. Wenn's geht auf Schwäbisch heute. Die Maultaschen sind auch immer noch im Kühlschrank drin, ne? Mama mia, mama mia, mama mia. Mia, mama, mia. Mama mia, mama. Der sagt ja auch nichts mehr. Mama mia, mama mia. Ich schwöre euch, ihr werdet mich nie finden. Kalle! Ihr findet mich nicht. Ich hab mich verhext. Kalle, bist du das hier hinten? Mann! Das ist ja unfassbar schwer. Kalle, sag doch mal einen Ton jetzt. Es gibt einen Song, wo Kalle immer mitsingen muss. Piep mal. Oh, Knubidu. Ich wär so gern wie du. Au. Ich hab ihn. Nein, aui. Aui. Da oben. Ah, ich hab ihn. Au. Auf dem Dachboden. Er ist rausgesprungen. Ja, alle Hand und so richtig. Ist er die Kiste? Was ist er? Guck mal auf die Kiste. Schieß mal auf die Kiste oder so. Ich glaube, er ist gerade vom Dach gefallen, oder? Kann das sein, Kalle? Warst du die Kiste? Kalle, oh, Knubidu. Ich wär so gern wie du. Ich wär so gern wie du. Ich wär gern so stehen wie du. So gern wie du. Bist du eigentlich auf meinem Kopf? Kann ich dich aufsetzen? Leute, ihr müsst mich endlich mal fangen. Wie viel Leben hast du noch, Kalle? Kleiner Klaus. Oh, er hat sich wieder bewegt. Ihr hört mich gar nicht.
Doch, ich höre dich. Kaum kommt man näher, hält er seine dämliche Fresse. Komm doch. Du Knacki, ich weiß, wo du bist. Ich komm dich holen. Hab ihn. Ah! Aua. Nein, tut ihn nichts. Wo ist er? Ich schieß ihn ab. Hält mir aus. Er ist hier. Ich bin ein Stuhl. Lass mich in Ruhe. Oh nein, Kalle, lauf, Kalle. Kalle. Kann ich dich... Oh mein Gott. Ja. Gewonnen. Wir haben den richtig missbraucht, der den Armteil-Fernseher. Ich hätte halt die ganze Zeit irgendwo chillen können, aber wie ich Papu vorhin verarscht habe, das war geil. Warst du die Kinder unter der Fallschirm? Tatsächlich. Nein, nein. Ich würde gerne... Was gibt's denn noch so für Levels? Da steht sogar Propan drauf, ich bin dumm. Ja. Danke, Digga. Roblox. Among Us. Witzig. Aber ist doch das. Sollen wir das mal probieren? Among Us! Ja, endlich wieder! Du bist Imposter! Irgendjemand ist der Imposter. Ich mache ein Meeting. Und was unterscheidet den Mod jetzt? Wahrscheinlich gar nichts. Vielleicht soll das einfach nur eine Among Us-Map sein. Aber wir können ja mal gucken, welche Map das sein soll. Ihr könnt es aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nämlich nicht. Oh, doch, hier schon wieder. Das ist ja richtig witzig. Welche Map ist das, Mensch? Gnu, ich weiß, wo ein Schlüssel ist. Yeah, wö? Ah, du hast auch einen. Yeah. Aua! Ganz im Weg. Ich hab doch gar nicht getroffen. Wo sind denn die Tür? Wo sind denn die Ketten? Ah, hier. So, hier ist ein Schlüssel. Mann, Papu weg! Papu ist es! Papu ist es! Hilfe! Kommt, helft mir! Ich kann ihn nicht greifen, what? Ja, weil du ein Opfer bist. Oh, jemand hat mich geboostet. Hey, wo ist er? Papu, rennt da hinten. Hinter Kalle. Helft ihm, helft ihm. Papu. Ist Kalle der böse Bambi. Mann? Weg. Ah, ich hab kein Ding mehr. Hilfe! 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 Hilf mir doch! Mann! Ah, schon wieder! Aua! Aua! Oh, danke. Jetzt sag ich Max! Max muss sterben! Sperrt ihn weg! Ich hab jetzt dreimal! Ich hab dich! Ihr seid einfach los! Ist Hanno jetzt tot? Aber Hanno wollte mir doch so viel zeigen noch in seinem Leben. Au! Kalle! Hilfe! Ich komm hier nicht raus! Nein! Kalle, seid ihr... Hallo, ich bin ein Kind. Lass mich mit dir spielen. Dann hol mir den Schlüssel hier bitte mit. Oh ja, den nehme ich mit. Na klar. Okay, sehr gut. Dann sind wir jetzt beste Freunde. Bis zum nächsten Rabenlauf. Und beste Freunde tun sich nichts, weißt du das? Das weiß ich doch. Na klar. Gut, dann lass uns jetzt mal die Tür öffnen. So, ich hole mir noch das hier und dann hole ich mir noch den Schlüssel. Sehr schön. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch Kalle. Kalle, du bist traurig. Ist Kalle schon tot? Ich würde gerne wissen, wo die Haupttür ist. Wo ist die Haupttür? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genug. Oh, so viel Geld. Und schon wieder ein Schlüssel. Hast du noch Platz für den Schlüssel, bitte? Nee, aber ich könnte dich jetzt abwerfen mit dem Schlüssel. Zack. Kalle! Lass mich in Ruhe! Du wirst sterben! So, jetzt esse ich Kalle. Mmh, das schmeckt gut. Lecker, lecker in meinen Bauch hinein. Was zur Hölle geht hier denn jetzt ab? Herr Gnu, ich bin wieder da. Kalle hat sich einfach versteckt jetzt. Warum liegen hier Schüchen? Geiler Humor. Simming? Ach, anstatt Missing steht hier Simming. Was ist denn Simming? Ich brauche noch jemanden, der meinen Schlüssel trägt. Gnu, aber wir können doch einfach die Schlüssel immer nach vorne werfen und dann... Aber wo ist denn die Haupttür? Das weiß ich nicht, Gnu. Da musst du mir sagen. Aber lass mal hier lang gehen. Diese Tür ist... Also hast ich, du die Tür gefunden? Nein. Hast du die Tür gefunden? Ah, hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir noch die anderen Schlüssel holen. Schnell. Ja. Wo ist der andere Schlüssel? Den habe ich weggeworfen. Nein! Gnu, wir müssen entkommen. Hier ist irgendwo ein Killer unterwegs. Alter, diese Stimme macht mich wahnsinnig. Ja,
ist ganz gefährlich. Hey, Gnu, da ist ein Rabe auf der Karte erschienen. Da müssen wir hin. Oh. Hast du ihn? Ich hab ihn. So, Gnu. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen... Hast du noch einen Schlüssel gefunden? Nee. Aber Gnu, ich schaff das nicht allein. Was denn? Oh! Ah, du Sau, Alter! Nein, warum tötest du mich denn? So, jetzt haben wir hier ganz viel Spaß. Lecker! Das war knapp. Wer witzig hätte jetzt gewonnen. Du bist so ein Schwein! Die toten Jungs dachten alle, du checkst nicht, dass Papo der Nachbar ist. Das ist beleidigend, oder? Also ich muss sagen, ich dachte, bis Kalle getötet worden ist... Nein, du musst jetzt sagen... Oh, ach so. Okay, also jetzt nochmal. Ja, ich muss kurz ganz ein bisschen flexen. Also, warte kurz, Papo. Enno sagt das jetzt nochmal und Gnu reagiert drauf. Und los. Wie soll ich denn drauf reagieren? Du sagst, nein, seid ihr dumm? Natürlich wusste ich das. Achtung, Cut. Gnu, die toten Jungs, die dachten tatsächlich, dass du nicht checkst, dass Papo der Imposter ist. Oh, natürlich wusste ich das, Leute. Das war überhaupt nicht gespielt. Cut! Oh, du darfst nicht lachen. Du musst das ernst nehmen, Gnu. Nochmal, alle auf Anfang. Nee. Gnu, Digga. Cut! Ey. Gnu, hör auf zu lachen. Letztes Mal jetzt. So, und alle bitte. Anderen auch in der Rolle. Gnu, Digga. Die toten Jungs, die dachten, dass du nicht weißt, wer Papo, ob er Imposter ist. Wusste ich auch nicht. Cut! Ja, Leute, das war's von einer mehr als verwirrenden Folge. Falls ihr noch weitere coole Runden kennt, die man spielen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Es gibt noch sehr viel Mode, wie wir gerade gesehen haben. Und die nächste Folge, die gibt's bei... Liebe Freunde. Das bin ich, oder? Und ich will hier Special Effects. Hier, hau was rein, hau Sounds rein. Und hier fliegt ein Flugzeug. Abonniert nur.